Herzlich willkommen bei Sleven Streamt Sport. Wir spielen wieder den Tennis Manager und ja, wir hatten ja in der letzten Ausgabe echt eine herbe Klatsche zu verdauen, nämlich für beide, für Jerome Kim und für Celine Neff. Da haben wir die Quali der US Open gespielt und leider komplett versagt. Anders können wir es nicht ausdrücken. Wir haben jetzt die Woche trainiert, in der wir ja eigentlich gerne die US Open Quali gespielt hätten. Und jetzt gibt es noch, glaube ich, 2, 3 Wochen, wo wir trainieren. Und dann geht es weiter mit den nächsten Turnieren, die wir uns dann am Ende der letzten Ausgabe ausgesucht haben. Hier sehen wir den wöchentlichen Teambericht, da gibt es nicht viel zu sagen. Die sind körperlich frisch, das heißt, die können jetzt richtig schön ins Training gehen. Und dann hoffen wir, dass wir hier zum Saisonabschluss noch ein paar gute Ergebnisse einspielen. Denn wir sollten uns, was die Rangliste angeht, schon noch verbessern. Also mit Celine Neff bin ich eigentlich zufrieden in den Top 200. Aber Jerome Kim sollte eigentlich in die Top 300 kommen. Ob wir das noch schaffen, weiß ich nicht. Das sieht echt nicht gut aus. 431 aktuell. Jetzt wird, wie gesagt, erstmal trainiert. Ich gehe jetzt die Trainingswochen durch und dann sehen wir die ganzen Trainingsberichte und dann gehen wir in die Turniere rein. So, wir sind zurück, gehen jetzt wie gewohnt die E-Mails durch, die wir erhalten haben. Zunächst mal der Trainingsbericht. Wir sehen, wir haben den Fokus jetzt deutlich geändert, nämlich genau in die andere Richtung geswitcht. Celine Neff kümmert sich jetzt um Aufschlag, Vorhand und Rückhand. Weniger um die körperlichen Fähigkeiten, hat direkt auch einen Punkt dazu gewonnen bei der Aufschlagskraft. Und bei Jerome Kim geht es jetzt vor allem um die Geschwindigkeit, Fußarbeit, Reflexe und so weiter, dass er einfach körperlich stärker wird. Also das haben wir bis jetzt andersrum gemacht, weil wir den Fokus einfach anders gelegt haben. Jetzt drehen wir das Ganze um die Schwächen auch unserer Spieler ein bisschen zu trainieren. Gleichzeitig muss man sagen, gab es auch tatsächlich negative Nachrichten, was Jerome Kim angeht. Der ist jetzt sogar auf die 596 zurückgefallen, hat 165 Plätze verloren. Das liegt einfach daran, dass er wahrscheinlich letztes Jahr dort richtig gut gepunktet hat in der Woche und dieses Jahr halt gar nicht gespielt hat. Also man muss schon sagen, mit ihm haben wir jetzt echt langsam ein Problem. Die Entwicklung, die er nimmt, die ist echt nicht gut. Gute Nachrichten gibt es von der Infrastruktur. Wir haben nämlich jetzt das psychologische Zentrum ausgebaut und das ist auf jeden Fall gut. Ich glaube, das war sogar ein Sponsorenziel, also sprich das, oder ein Vorstandsziel. Das heißt also, da kriegen wir auf jeden Fall einen Bonus. So, Celine Neff hat wieder trainiert. Wie gesagt, Aufschlag und Vorhand und Rückhand. Und bei Jerome Kim ist es jetzt eben das ganze Körperliche, die Wendigkeit, die Geschwindigkeit und so weiter. Dann sind die Registrierungen akzeptiert worden. Wir haben auch schon abgelehnte Registrierungen gesehen. Also das ist gar nicht selbstverständlich, dass wir da dabei sind. Und was ich auch gesehen habe, ist, dass jetzt diese Woche Weltmeisterschaft ist. Ich glaube, dass ich da gar nichts machen kann. Ich klicke jetzt einfach mal auf Weiter. Hier sehen wir nochmal den Teambericht. Hier sieht man jetzt die Gruppen. Das haben wir uns letztes Mal schon angeschaut. Das ist ein bisschen kompliziert, das Ganze. 631 ist er jetzt schon. Ey, der muss jetzt echt mal gucken, dass er ein Turnier spielt und da ein bisschen Punkte holt. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich glaube auch nicht, dass der im Davis Cup Team dabei ist bei den Männern. Jetzt schauen wir aber mal. Die Pro-Männer. Schauen wir mal, ob da die Schweiz dabei ist. Ich schätze mal nicht, nein. Gucken wir mal, ob wir hier dabei sind. Nein. Wie gesagt, selbst wenn, die werden sicher nicht auf Jerome Kim zurückgreifen. Achso, hier gibt es noch verschiedene Gruppen. Da sind wir auch nicht dabei. Das haben wir es hier natürlich nicht nachgeschaut. Ob die Schweiz irgendwo ist. Österreich sehen wir hier am Start. Da ist die Schweiz tatsächlich. Ja, und wer spielt jetzt für die Schweiz? Wawrinka natürlich, Richard, Stricker, Laaksonen und Riedel. Ja gut, wir sind nicht dabei, das ist ja auch keine Überraschung. Aber bei den Frauen könnten wir dabei sein. Vor allem könnten wir bei den Juniorinnen dann mit ihr dabei sein. Da sind wir nämlich auf jeden Fall dabei. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier schon sogar dabei sind. Ja, als, ich würde sagen, Backup-Spielerin. Bencic natürlich, die 1, Golubic kennt man, Teichmann, Alborn, das sind alle bekannt. Celine Neff ist da die Ersatzspielerin. Ich weiß jetzt aber nicht, ob sie parallel auch hier mitspielen kann, weil da wäre sie natürlich eine der Besten der Welt. Nee, da ist sie dann nicht dabei. Schau dir das an. Das ist krass. Weil sie jetzt bei den Profis schon ist, spielt sie bei den Junioren natürlich nicht mit. Das ist zeitgleich. Natürlich kann sie auch nicht. Das heißt jetzt aber auch, dass sie wahrscheinlich zu gar keinem Spiel kommt, weil sie vermutlich nicht eingesetzt wird. Oder sie spielt Doppel. Kann natürlich sein. Das werden wir uns jetzt gleich mal angucken. Ich hoffe, dass uns dann eine E-Mail geschickt wird, wo uns das erklärt wird. Oder wir gucken hier jetzt einfach nochmal kurz rein. Irgendwo hier waren wir. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Wo waren wir denn? Gruppe D. Okay, wir haben
Einmal gewonnen, einmal, nee, zweimal verloren. Sehe ich da jetzt die Ergebnisse? Hier. 2-1 gegen Brasilien gewonnen, dann gegen Deutschland und Italien 2-1 jeweils verloren. Ah, hier sehe ich sogar, wer gespielt hat. Das ist ja geil. Also Bencic, Elbon, Teichmann, Golubic. Ja, klar, wir sind die Nummer 5. Wir spielen halt wahrscheinlich gar nicht. Bencic, Albon, Teichmann, Golubic. So, und gegen Italien. Bencic, Teichmann, Teichmann, Golubic, genau. Also wir haben leider gar nicht gespielt. Das hätten wir uns auch hier anschauen können. Ja. Aber das war zu erwarten. Und eigentlich ist es auch okay, dass sie da dabei ist. Das finde ich ist in Ordnung. So, Scouting läuft weiterhin auf Hochtouren. Irgendwann wollen wir uns dann neuen Spieler holen. Vertragsbruch. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich meinen Vertrag hier erfüllen werde. Die Situation ist zu kompliziert. Ich denke, ich könnte mich besser entfalten, wenn ich mich einem anderen Team anschließe. Möchten Sie den Vertrag einvernehmlich auflösen? Nein! Bleibst auf jeden Fall hier, Alter. Bilanz meiner sportlichen Ziele. Saison Halbzeit. Wieso denn Halbzeit? Wir haben September. Kim. Das ist so in den Ordnung und wir sind immer noch so weit von den Zielen. Ja, warum sind wir weit entfernt? Weil du nicht in der Lage bist, mal vielleicht ein Spiel zu gewinnen. Verschlechterung ihrer Beziehung. Ihre Beziehung zu Celine Neff und Jerome Kim hat sich verschlechtert. Scheiße. Ja, ich würde sehr, sehr gerne. Also er ist halt auch, das ist halt auch ein Grund, er ist komplett unzufrieden. Aber was soll ich denn machen? Oh ja, die Moral ist jetzt auch im Eimer. Er ist richtig im Arsch. Sie ist noch gut dabei. Wir werden schon wieder auf die Beine kommen. Wir werden schon wieder auf die Beine kommen, Jungs. Das waren jetzt harte Spiele. Das waren harte Wochen, harte Turniere. Aber jetzt nach der WM geht's jetzt los. Wir werden jetzt noch ein bisschen trainieren. Einladung akzeptiert. Sehr gut. Also wir werden jetzt gleich ein paar Turniere spielen. Und da bin ich optimistisch, dass wir das Ganze wieder in die Bahn kriegen. Die letzten Wochen waren nicht gut, das muss man sagen. Aber jetzt gucken wir mal, was wir für Planungen aktuell haben. Wir sind in Woche 38, glaube ich, heißt das. Bisschen sehr klein geschrieben da oben. Das heißt, wir spielen jetzt die US Open der Juniorinnen mit Celine Neff. Dann haben wir Pause und dann kommen die ganzen Turniere auf Sand. Geil, habe ich Bock. Und er hat jetzt erstmal zweimal Pause, das heißt. Bei Kim wird jetzt ordentlich trainiert und zwar der Körper, den habe ich selbst hier gebaut. Das finde ich gut, das soll er machen. Und Celine Neff hat jetzt gleich ein Spiel. Oder nicht? Ja, da steht's, Turnier. Das heißt, ich muss jetzt natürlich hier oben wieder uns reinmachen, falls wir sie jetzt betreuen wollen. Und dann werden wir mit ihr auf jeden Fall gucken. Ey, wir müssen jetzt langsam wieder Erfolge haben. Es hilft nichts. Es hilft nichts, wir müssen jetzt langsam wieder Erfolge reinholen. So, was ist da? NC, was bedeutet das? Achso, hier geht's los. Gleich geht's los, Jungs. Wir spielen bei den Junioren. Wir sind ja in Wimbledon in der ersten Runde rausgeflogen. Das wird uns hier nicht passieren, weil wir ein Freilos haben. Stark! Stark! Wir sind eine Runde weiter. So, nächste Runde. Gegen die 22 der Juniorinnen-Rangliste. Wir sind nur noch die 6 übrigens. Wir waren schon mal die 3. Das Ding müssen wir jetzt gewinnen. Wir werden uns das jetzt auch anschauen. Selbstbewusst. Jawohl. Weg da jetzt. Wo spielen wir eigentlich? Ja klar, Hardcourt ist US Open. Danach, wie gesagt, nur noch Sand mit ihr First das ganze set. Jahr, weil wir sie dort einfach wirklich zu einer absoluten Topspielerin entwickeln wollen. So, 30-14. Break-Chance Nummer 1 geht an die Japanerin. Haut, Der ist aus, Deuce. Junge. Nächste Breakchance. Ach komm. Ich merke gerade, ich habe immer noch ihr Wimbledon-Outfit an. Beziehungsweise sie hat immer noch ihr Wimbledon-Outfit an. Okay, da ist das Break. Ach komm. Ja gut, der Satz ist weg. Der Satz wird wohl weg sein. 6-2, ey, wir sind ja völlig chancenlos. Was ist denn los?
Ist das, weil die einfach unzufrieden sind mit mir als Coach oder was ist los? Wieso läuft es nicht? 9 Winner ist natürlich super wenig, aber das ist okay. Wieso konnten die nicht an die Bälle der Gegnerin ran? Ich will da taktisch jetzt ehrlich gesagt gar nichts verändern. Das ist nun mal ihr Spielstil, defensiv zu spielen. Das ist unser ganzer Plan, den wir mit ihr haben. Den werfe ich jetzt ja nicht über Bord. Auch wenn es, ich meine, wenn wir natürlich jetzt wirklich feststellen, dass es einmal nicht funktioniert, müssen wir für sie natürlich irgendeinen neuen Plan machen. Aber jetzt im zweiten Satz scheint es ja nicht so schlecht zu sein. Ach, schade, Break leider verpasst. Und jetzt hat die Gegner den Break-Chance. Aber wir verteidigen das nochmal. So, jetzt. 3 Break-Chancen, das macht sie. 5-3 für uns. Oh nee, jetzt hat die Gegnerin wieder Chance. Wir geben es wieder her. Wir geben es halt echt wieder aus der Hand. Tiebreak. Ach komm. Sieht man, glaube ich, auch selten bei den US Open, dass beide Spieler komplett weiß gekleidet sind. Das gibt es eigentlich nicht mehr in der heutigen Zeit. So, wir sind Break vorne. Mini-Break natürlich. Sieht jetzt deutlich besser aus als im ersten Satz. Oh, der war gut. Das war richtig guter Lob, Alter. So, ich motiviere sie jetzt mal. Oh, jetzt ist sie wieder noch gestresster, ey. Und wir schalten die Intensität jetzt auf Maximum. Es ist schließlich Tiebreak. Oh, sie gibt's echt aus der Hand. Ach, leck mich doch am Arsch. Sie gibt's eiskalt aus der Hand. Oder auch nicht. 7-6 für uns. Ich wollte einfach, dass es schnell vorbeigeht. Aber jetzt sind wir wieder im Match. 7-6 für uns. Und wir sind jetzt am Drücker, Leute. Bei dem Ballwechsel sind wir richtig am Drücker. Schöner Slice. Sie spielt genauso, wie sie spielen soll. Das finde ich schon okay. Gegnerin am Netz. Oh! Der war schwer. Der war richtig gut von ihr. Ja, da kommt sie nicht mehr hin. Matchball Sarah Saito. Wir hatten gerade noch die Hoffnung. Den spielt sie gut weg. Richtig gut gemacht. Schön nach außen serviert. Könnte auch eine Strategie sein, grundsätzlich für sie, mehr nach außen zu servieren, um dann das Feld zu öffnen und einfach ohne Risiko dann in die andere Richtung zu spielen. Oh, den hat sie ins Ausgeschlagen. Oh, jetzt ist es natürlich bitter. Ja. Aus! Auch hier direkt erste Runde raus. Boah, was für eine Krise für unsere Akademie. Wir sind richtig krass in der Krise, ey. Das muss man jetzt ernsthaft mal so bezeichnen. Wie lange haben wir jetzt kein Spiel mehr gewonnen? Das ist ja furchtbar. Das ist aber schwer geworden, das Spiel. So, schnelle Beinarbeit. Nein, das müssen wir jetzt nicht machen. Wir haben super viel jetzt schon Beinarbeit trainiert. Was wir brauchen, ist jetzt, dass wir hier ein bisschen mehr aus dem Spiel heraus was machen. Das ist aktuell einfach nicht gut genug. Sag ich dir ganz ehrlich. So, Kim haben wir schon eingestellt. Weiter geht's. Der macht jetzt das Körperliche. Genau, haben wir. Wir brauchen Erfolgserlebnis. Ich sag's euch, die Ausgabe hier hören wir jetzt nicht auf, bevor wir nicht mal hier einen Sieg haben. Ihr könnt ja mal gucken, wie lange die Ausgabe dauert. Vielleicht dauert sie 4 Stunden, dann wisst ihr genau, dass es noch eine Weile hier dauert bis zum nächsten Sieg. So, Trainingsbericht war natürlich nicht viel zu machen, weil wir natürlich gespielt haben. Wildcard für ein Girls-Turnier. Auf Hard, nee, machen wir nicht. Abgelehnte Registrierung für Jerome Kim. Lesen wir häufiger in letzter Zeit. Die wollen den nicht mehr sehen. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Das ist einfach zu schlecht mittlerweile. So, das brauchen wir nicht. Jetzt geht's rein. In das Training. So, das ist die Woche. Die nächste Woche hat sie ein Turnier. Das heißt, diese Woche wieder lockerer trainieren. Aber wir gehen natürlich trotzdem auf das Technische. Aufschlag und Technik heißt das. Den Trainingsplan habe ich selbst gespeichert. Empfehle ich euch übrigens einfach hier auf Speichern klicken, dann könnt ihr eure eigenen Pläne erstellen. Ich möchte allerdings ein bisschen mehr Erholung reintun. Das machen wir so. Und bei Jerome Kim hat der auch ein Turnier. Ja. Da trainieren wir das andere, was wir ihm gegeben haben, nämlich das Körperliche und nehmen hier aber auch was raus, damit er hier richtig schön mit Fitness dann ins Turnier reingeht. So, nächste Woche haben wir Turniere. Eins mit Celine Neve und eins mit Jerome Kim. Und da müssen jetzt mal Siege her. Es hilft ja echt nichts, Leute. Da müssen jetzt einfach mal Siege her. So, also
läuft eigentlich ganz gut, das haben wir nicht abgeschlossen. Ruf der Akademie, ja, der Ruf ist natürlich scheiße, wenn wir nur scheiß Ergebnisse abliefern. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Finanziell ist okay. Ist nicht so, dass wir Gewinne einfahren, aber wir kommen zumindest nicht so in die Bedrängnis, dass wir hier große Verluste machen. Das passt ganz gut. Trainingsbericht, natürlich wieder nur leichte Verbesserungen, weil wir nicht viel trainiert haben. Wieder abgelehnt. Für Hamburg. Ey, Jerome Kim darf nirgends mitspielen. Das ist unfair. Lass den doch auch mal mitspielen. Ich glaube, ich muss mir dazu was einfallen lassen. Der darf ja nirgends mehr mitspielen, ey. Der hat jetzt wieder viele trainingsfreie Wochen. Hier spielt er nicht, hier spielt er nicht. Hier fragen wir wegen Eckental. Das ist ein 20.000er Turnier. Das wird ja wohl gehen, Alter. Was haben wir hier angefragt? Nichts. Da fragen wir doch lieber noch was an, oder? Lass uns hier was Kleines anfragen. In Afrika. Lass ihn mal. Ne, doch, doch, Afrika. Das Maputo. Lass da mal mitspielen. Und hier bei 40.000, das probieren wir. Ja, mehr können wir nicht machen, als es ausprobieren, ganz ehrlich. So, wann spielen die? Celine Neff spielt jetzt sofort. Kim spielt erst morgen. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall zu Celine Neff. Ey, wir müssen jetzt echt mal wieder gewinnen. Wir sind an 1 gesetzt. Komm. Also, wenn wir irgendwann mal wieder ein Spiel gewinnen wollen, dann müssen wir jetzt Runde 2 wir gegen eine Qualifikantin, die 1300 der Welt ist. Also, was soll ich noch sagen, Leute? Und es ist, glaube ich, jetzt Sand, ne? Das ist ihr Spiel jetzt. Oder? Wir sind doch jetzt nur noch auf Sand unterwegs. Da will ich jetzt was sehen. Jawohl! Du Sandplatzwillerin. First Oh, ich muss set. mal das Jersey wählen. Oh, und ich muss. Ach, jetzt habe ich ganz viel vergessen. Ich muss ihre Kleidung verändern. Und ich muss vor allem auch die Schlägerwahl und so verändern. Das habe ich ja noch für Hardcore drin. Egal, für die erste Runde reicht es hoffentlich. Und direkt 3 Breakbälle für die Gegnerin. Das kann echt nicht wahr sein, ey. Wir kriegen wieder komplett auf die Schnauze. Ist das, weil die unglücklich sind, dass die einfach keinen Bock mehr haben auf mich? Oder wieso verlieren wir jetzt jedes Spiel? Das kann doch echt nicht mehr wahr sein. Ja, wir kommen nochmal zurück. Wir kommen nochmal zurück, Junge. Oh, jetzt hat sie wieder 3 Breakbälle gegen sich. Wie kann man denn so schlecht spielen? Breakball, wir haben's. Komm. Wir haben plötzlich Satzball. Komm. Ich habe das Gefühl, ich drehe durch bei diesem Spiel. Fußballmanager, Cycling Manager, da kann man noch ein bisschen locker bleiben. Hier habe ich das Gefühl, dreht man langsam durch. Ja! Junge, Mädel, komm! Second Serve, komm, das muss es sein. Auf Sand, Second Serve, wir sind hier vorne, wir haben Satzball. Einfach jetzt den Punkt machen. Oh, das war gut, das war richtig gut. Erster Satz geht an Celine. Wir verändern gar nichts, wir sind absolut zufrieden, auch wenn der Anfang des Satzes richtig scheiße war. Das gibt jetzt mal wieder einen Sieg, Leute. Break. Für die Gegnerin. Ach Gott, es geht jetzt dahin. Jetzt geht's wieder dahin. Warum geht's denn jetzt wieder dahin? Zweiter Satz an die Gegnerin. Wir spielen jetzt so weiter. Wir waren gut im ersten Satz. Ich glaube daran, jetzt haben wir 3 Breakbälle. Das sieht gut aus. 2-0 für uns. 3-0 für uns. Och, sie macht einfach das 4-0 nicht. Ich drehe durch. Mach doch jetzt mal. Jetzt gucken wir mal zu. Second Serve. Muss es einfach sein. Da ist es. 4-0. Das letzte sich hoffentlich nicht mehr nehmen. Ich gratuliere ihr jetzt schon mal. Wenn wir das noch verlieren, dann schmeiße ich den Laptop hier irgendwo dagegen. 5-2 nur noch. 5-3 gleich nur noch. Alter, wir verlieren das noch. 5-3 nur noch. Breakball für die Gegnerin. Ich kann doch meinen Laptop nicht einfach gegen die Wand schmeißen. Einstand, komm! Das sieht gut aus, das ist unser Ballwechsel. Spiel mal einen schönen Rückhandslice jetzt mal. Das war ein Vorhandslice, das ist auch okay. Jetzt spielt sie hier nur noch Slice. Jetzt geht's. Ich mach's aber nicht. Breakball. Maria Mateas. Kenne ich persönlich nicht. Schön! Einstand, komm!
Zwei Punkte, dann können wir nach Hause fahren. Nee, nee, wir bleiben natürlich hier. Wir spielen ja noch das nächste Match. Aber ich meine nur, ins Hotel. Komm, Matchball. Selinev hat Matchball. Ist es nach einer langen Durststrecke endlich wieder mal ein Sieg für unsere Akademie? Oh Gott, es ist schon wieder... Es dreht sich gleich wieder. Einstand. Stark. Also die spielt echt nicht schlecht, das kann man sagen. Auf Sand, mit ihrem Spielsystem, das wir entwickelt haben, spielt sie richtig gut. Und das ist es. 7-5. Ich glaube 2-6. 6-4 oder was auch immer hat sie jetzt gewonnen. Sehr, sehr gut. Endlich wieder ein Sieg. Ein echter Thriller. Ich hätte Geld dafür bezahlt. Toll. Sie ist jetzt müde, das ist okay. Das ist jetzt unsere Woche, ich sag's euch. Das ist unsere verdammte Woche. Ich weiß es einfach. Ich weiß es. Was wir jetzt machen, ist natürlich, das nervt mich, dieses Rumgeschalte, Alter. Dass das nicht schneller geht und automatisch geht, ist wirklich ein bisschen mühsam. Aber wir switchen jetzt natürlich zu Jerome Kim, weil wir ihn natürlich jetzt auch begleiten wollen. Wie schön wäre das, wenn wir in dieser Ausgabe es hinkriegen würden, mit beiden ein Spiel zu gewinnen. Er spielt gegen eine Wildcard, die 522, komm. Das ist doch machbar, wir sind doch besser als die 600 sonst was. Das packt er jetzt. Ich bin optimistisch, dass er das jetzt packt. Komm Junge, auf geht's. Das ist dein Belag. Du bist bestimmt motiviert, weil Selinev auch gut war. Das gibt uns doch einen Schwung in der ganzen Akademie jetzt. Da geht jetzt ein Ruck durch die Bude hier. Alle sind richtig gut drauf jetzt bei uns. Oh, ja. 5 Beile, 15,40. 2 Breakbälle für Jerome Kim. Ja. Der war es schon mal nicht. Der ist es jetzt. Der ist es, Doppelfehler. Ach nee, das ist ja nur Break. Ich dachte, wir haben den Satz schon. Jetzt haben wir Satzball. Komm, geht drauf, Jerome. Ja, das ist der Satzball, komm. Starker Service und jetzt der Winner hinterher. Yes! Das trainieren wir doch jeden Tag. Genau so. Geiler Aufschlag, Winner. Zack, Inside-Out-Vorhand. Das müssen wir einfach noch mehr trainieren, aber das kann er. Wenn er das noch besser kann, dann können wir hier reinweise Spiele gewinnen. Ich sag's euch. Direkt wieder Break zum zweiten Satz und Rebreak. Oh, ich dachte schon, jetzt marschieren wir hier durch. Oh, nee. Nicht so jetzt, Jerome. Oh, der war gut, leider. Bisschen hell, dieses Blau, finde ich. Jetzt haben wir Break kassiert, das ist nicht schön. Boah, das ist aber auch immer frustrierend. Es geht mit ihm auch immer in den dritten Satz rein und dann kann er nicht mehr. Und dann verlieren wir das Ding. Frustrierend, Alter. Wir spielen jetzt unseren Stiefel durch. Ich glaube, dass wir da erfolgreich sein könnten. 2-0, wir sind Break vorne. 3-0. Komm, das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen. Bitte. 3-0 lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen. 4-1. Chancen zum 5-1. Das ist quasi schon ein Matchball jetzt. Ach, er macht ihn leider nicht. 4-2, 5-2. Oh nein. 5-3. 2 Breakbälle für den Gegner. Hat er Probleme mit den Nerven? Jetzt kackt er schon wieder ab beim Service for the win. Der serviert immer zum Matchgewinn. Und dann kackt er ab. Jedes Mal. Alter, du machst mich wahnsinnig, Jerome. Du hast doch Probleme mit den Nerven, oder? Oh Gott, ist das peinlich. Ja, das wird's gewesen sein. Oder? Nochmal Breakshot für Jerome Kim. 6-5 für den Gegner. Zweiter Aufschlag und wir haben Breakball. Da ist es. Doppelt. Nee, das war nur Netz. Oh, scheiße. Oh, komm. Jetzt einfach rüber. Ja, gern's Netz. Nein! Wieder Einstand und er serviert ihn. Ach, komm. Das war's. Wir verlieren tatsächlich. Ey, Leute, hat der Jerome Probleme mit den Nerven? Ist das ein Nervenwrack? Mal im Ernst jetzt, das muss ich mir gleich mal anschauen. Immer serviert er zum Ding und verliert noch. Kampfgeist 6 ist schon mal richtig schlecht.
Killerinstinkt, ja, 0 hat er eigentlich. Gelassenheit 7. Der ist richtig scheiße, was das Mentale angeht. Richtig scheiße. So, bevor ich es vergesse, ich muss bei der Madame Naef auf jeden Fall den Ausrüster ändern. Also, hier das Outfit. Wir wollen nicht in weiß spielen. Wieso ist jetzt alles weiß? Ach so. Was? Das verstehe ich nicht. Was ändere ich hier? Verstehe ich nicht. Nee, ich will hier nicht die Aufschlagskraft mit einem Bonus, sondern die Aufschlagspräzision. So nämlich. Ah, hier kann ich das verwechseln. So, wir spielen hier ein bisschen bunter. So. Und hier will ich die Fußarbeit belohnen. Nee, da will ich die Geschwindigkeit belohnen. So. Und bei Jerome Kim machen wir das auch mit der Geschwindigkeit, weil der ist nämlich so langsam. Das geht ja sonst gar nicht. Den Rest lassen wir, da wollen wir die Aufschlagskraft belohnen. So. Ja, das war jetzt natürlich enttäuschend, dass Jerome Kim schon wieder verloren hat. Es hört einfach nicht auf mit diesen Pleiten. Das ist echt frustrierend langsam. Ja, Taktik brauchst du nicht lernen, die Taktik kannst du mittlerweile. Du musst gucken, dass du mal hier ein bisschen schneller wirst. So, hier kriegst du frei. Und wir müssen jetzt wieder switchen zu Madame Neff. Ich muss hier echt mal eine neue Dame einstellen, hier zum, um die Strategie und das technische Training bei einem Spieler zu machen. Dann muss ich es nämlich nicht die ganze Zeit hin und her wechseln. Das wäre künftig mein Ziel, dass ich das einfach mal automatisch einstelle. Aber wir haben die Kohle einfach nicht und deswegen sparen wir jetzt noch ein bisschen. So, wir klicken weiter. Nächstes Spiel. Schauen wir uns jetzt einfach mal an, was das ist. Gegnerin ist die Qualifikantin Nummer 1350. Ja, Leute, wenn wir das nicht simulieren können, dann können wir hier echt aufhören. Alter, was ist denn los? Ich bin langsam echt ein bisschen ratlos. Wieso verliert sie denn selbst gegen die Spielerin? Ey, wir sind nur am Verlieren. Das ist ja komplett frustrierend. 900 Euro haben wir verdient. Das kann doch nicht wahr sein. Warum verlieren wir die ganze Zeit? Das kann echt nicht wahr sein. Ich bin ein bisschen mit dem Latein am Ende gerade. Also wenn ihr Tipps habt, warum wir jetzt die ganze Zeit verlieren, also wir haben wirklich eine unfassbare Krise mit unserer Akademie. Wenigstens haben wir mal wieder ein Spiel gewonnen heute. Boah, Kim wurde sogar in Eckental abgelehnt. Kim kann gar nicht mehr spielen dieses Jahr. Wenn das so weitergeht. Kann ich den irgendwo jetzt noch anmelden? Wahrscheinlich wieder nicht. So, hier haben wir ihn für 5000er Turnier angemeldet. 40.000 ist zu hoch. Lass uns ein kleines mitnehmen, 5000er Turnier. Ey, du musst irgendwo spielen können, Junge. Das gibt's doch nicht. So, nächstes Spiel. Celine Neff an 1 gesetzt. Ich sehe einfach nicht ein, dass ich jedes Spiel selber spielen muss. Das simuliere ich jetzt auch. Gewinnt sie 6-1, 6-2. Ja, Herrgott, zum Glück noch einmal. So, Kim muss hier wieder trainieren. Ach nee, der hat ja auch ein Turnier jetzt. Man spielt Celine Neff wieder, dann da hinten. Okay. So, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall erstmal raus. Das reicht erstmal. Wir werden gleich aber weitermachen, beziehungsweise für euch natürlich nächste Woche. Und Jerome Kim spielt welches Turnier? Wir sind in Woche 41. Das ist das hier. Gucken wir gleich mal, wen er da hat. Oh, die 2000. Machen wir das noch schnell heute? Komm, das machen wir heute noch. Ich will einen Sieg für Kim haben. Und wenn wir es simulieren. Celine Neff spielt gegen wen? In 2 Tagen. Komm, wir klicken jetzt auf Weiter. Und dann sehen wir gleich, ob Jerome Kim gewonnen hat. Der wird ja wohl jetzt gewinnen. Ja! Jerome Kim hat gewonnen!
Das müssen wir uns jetzt natürlich noch genauer anschauen. Wir haben es also doch geschafft heute, mit beiden Spielern heute ein Spiel zu gewinnen. Welches ist es gewesen, das da? 753657? Nee, da steht Niederlage. Hä? Was ist denn das letzte Spiel von ihm? Wieso wird uns das jetzt nicht angezeigt? Moment mal. Der hat doch gewonnen, das wurde uns doch angezeigt. Wo sind wir jetzt? Hier. Da wurde doch angezeigt, grün. Ja, er hat gewonnen. 7562 gegen Novikov. Den kennt man doch. Der ist nur die 2000. Okay, da haben wir Glück gehabt. Jetzt geht es gegen den an 6 gesetzten. Aber auch das ist machbar, Leute, ganz ehrlich. Okay, da hat er sehr gut gespielt. Kim passt, das ist gut. Viele Punkte gemacht. Selinev ist das nächste gegen die 1000. Das simulieren wir auch. Wir rushen da jetzt noch durch. Das muss sie auch schaffen ohne uns. Komm, ganz ehrlich. Yes, come on! Wir kommen langsam wieder auf die Beine. Oh, Kim ist ausgeschieden. In der zweiten Runde hat es Kim dann erwischt, leider. Wenigstens hat er mal wieder Punkte bekommen. Man muss auch hier mal wieder positiv denken. Er hat wenigstens mal wieder gewonnen. Sehe ich jetzt die Spiele hier? Ja. Gegen Brumm 3626. Er war halt wieder komplett chancenlos wahrscheinlich. Ja, 20 Punkte weniger ist schon Brett. Weiß ich nicht, warum er immer so chancenlos ist. So, Viertelfinale, Selinev. Können wir auch simulieren. Das schafft sie auch. Komm, wir können nicht jeden Scheiß selber spielen. Sie schafft's. 5, 7, 6, 2, 6, 3. Wir haben gleich noch einen Turniersieg, Leute, wenn es so weitergeht. Gleich gewinnen wir hier noch ein Turnier. Halbfinale gegen Ursula Radwanska. Ja, okay, das ist jetzt natürlich ein Brett. Ich würde sagen, das ziehen wir uns in der nächsten Ausgabe rein. Gegen Ursula oder Ursula Radwanska. Die Schwester war natürlich deutlich besser, Agnieszka Radwanska, aber auch Ursula Radwanska, glaube ich, im Doppel immer gut gewesen. Und dann mögliches Finale gegen Bibiane Schoofs wäre auch möglich. Das ziehen wir uns beim nächsten Mal rein. Freut euch also. Vielleicht gewinnen wir mit Selinev ein Turnier. Bis zum nächsten Mal auf Slevin Stream Sport.